Lange hat man sich über ihn lustig gemacht und unzählige Memes verdanken wir ihm. Habt es schon geahnt? Wir reden heute über Jim Raynors Rework auf dem PTR. Der Held, durch den wir alle am Anfang mal mussten. Kommen wir aber gleich mal zur Sache. Was ändert sich für euch, wenn ihr nächste Woche Mittwoch spielen wollt? Kurzum, eigentlich alles. Seine Werte, Talente und Fähigkeiten wurden modernisiert. Das Wichtigste hiervon ist seine Eigenschaft. Jeder vierte Auto-Attack macht nun mehr Schaden und außerdem einen Flächenangriff. Mehr Informationen findet ihr im Spotlight, ist unten verlinkt. Kommen wir nun zu seinen Werten. Zuallererst wird Raynor robuster, er bekommt nämlich einen Lebensbuff von 150 Punkten. Auf der anderen Seite schwächt man seine Auto-Attacks um knapp 30 Punkte. Dafür kriegt man allerdings ein besseres Scaling, tut zwar immer noch weh, aber durch das neue Talentsystem wird das wesentlich besser ausgeglichen. Und da kommen wir nämlich jetzt zu. Das neue Talentsystem ist durchaus flexibler und variabler, als Raynor es zuvor hatte. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was er jetzt auf dem Live-Server hat, sondern es ist komplett neu aufgestellt. Und da gucken wir jetzt genauer rein. Auf der ersten Stufe haben wir drei Wege und drei Möglichkeiten, Raynor zu prägen für das gesamte Spiel. Das erste Talent ist eine Quest, die bis ins Ende durchskaliert. Trefft ihr mit eurer Eigenschaft einen feindlichen Helden, bekommt ihr mehr Schaden. Das geht endlos weiter, bis das Spiel endet. Wenn ihr eher eine Burst-Variante wollt, könnt ihr mit dem zweiten Talent fahren. Dort kriegt ihr 35% mehr Schaden gegen geslowte oder gestunte Helden. Durchaus eine sehr attraktive Wahl, denn dieser Schaden geht auf alle Werte. Habt ihr keinen Laner oder keinen Pusher mal wieder dabei, dann kann Raynor das mit seinem dritten Talent jetzt auch übernehmen. Ihr macht gegen alles, was kein Gebäude oder kein Held ist, weitaus mehr Schaden, besonders wenn eure W-Fähigkeit aktiviert ist. Auf Stufe 4 entscheiden wir darüber, wie Raynor das Schlachtfeld überleben soll. Hier haben wir auch wieder drei Auswahlmöglichkeiten, durchaus interessanter Methoden. Bei der ersten Auswahl verstärken wir unser Adrenalinrausch und kriegen auch noch Rüstung, wenn wir das aktivieren. Eignet sich hervorragend, um Burst Damage abzuwehren. Mit unserer zweiten Auswahl haben wir die Möglichkeit, Raynor um Prozentpunkte zu heilen. Eine sehr interessante Auswahlmöglichkeit, denn dies geschieht nur über seine Eigenschaft. Wenn ihr feindliche Helden trefft, dann bekommt ihr sogar noch ein paar mehr Prozente obendrauf. Erneut gibt es in der dritten Auswahl eine Quest, die endlos skaliert. Allerdings bekommt ihr zuerst 200 Lebenspunkte obendrauf. Wir reden nämlich hier von einer Behemoth-Rüstung. Solltet ihr mithilfe eurer Eigenschaft feindliche Helden treffen, dann bekommt ihr noch 5 Lebenspunkte bis ans Ende des Spiels. Also werdet ihr über die Zeit wesentlich stärker. Auf Stufe 7 können wir entscheiden zwischen verstärktem Adrenalin oder einem Slow. Das erste Talent ist eine Kombination aus unserer W- und auch unserer E-Fähigkeit. Aktivieren wir unsere W-Fähigkeit, reduzieren wir mit Hilfe unserer Auto-Attacks den Cooldown unserer E. Das ist eine sehr interessante Kombination von Talenten, gab es zuvor auch noch nicht. Dagegen spricht es, dass wir mit Hilfe unserer Eigenschaft Gegner slowen können. Das heißt, jeder vierte Auto-Attack trägt zu einem Slow bei. Oder wir nehmen, dass unsere Q wesentlich stärker slowt und der Rückstoß weitaus größer wird. Auf Stufe 10 bekommt die Hyperion nun ordentliche Konkurrenz. Die Duskwings begleiten Raynor im gesamten Kampf, bis sie zerstört werden, und wenn sie das tun, kommen sie nach einer gewissen Zeit wieder. Das ist eine interessante Wahl und kann Raynor definitiv in den Kämpfen eine weitere Möglichkeit geben. Auf Stufe 13 sorgen wir für eine bessere W-Fähigkeit und geben Raynor weitaus schönere Eigenschaften. Die erste Auswahl reduziert den Cooldown unserer Q, und wenn dort unsere W-Fähigkeit aktiv war, erhöht sie auch noch den Slow-Effekt. Bei der zweiten Auswahl handelt es sich dabei um einen Buff für die gesamte Gruppe. Raynor gibt auch verbündeten Helden nun Angriffsgeschwindigkeit und erhöht auch noch die Dauer seiner W-Fähigkeit. Bei der dritten Auswahl geben wir Raynor erstmal einen grundlegenden Geschwindigkeitsbonus, und sollte er seine W-Fähigkeit aktivieren, bekommen alle um ihn herum diesen Bonus noch oben drauf. Auf Stufe 16 erwarten uns nochmal ordentliche Power-Spikes. Entweder nehmen wir das erste Talent, was uns auch noch durch unsere Q-Fähigkeit heilt, sollten wir treffen, und erhöht auch nochmal obendrauf ihren Schaden. Oder wir buffen unsere W- und E-Fähigkeit erneut und geben erstmal mehr Heilung durch unsere Adrenalin-Fähigkeit, und nebenbei erhöhen wir unsere Reichweite, wenn unsere W-Fähigkeit aktiv ist. Oder wir nehmen den guten alten Riesentöter, der versteckt ist, in einer anderen Fähigkeit, und zwar nämlich, dass wir unsere Passive zu einer aktiven umwandeln, und sobald wir das aktivieren, erhalten wir für den nächsten Angriff 3% des gegnerischen Lebens als Bonusschaden obendrauf und bekommen dazu auch noch Rüstung. Stufe 20, die letzte Auswahl. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, unsere Ultimate zu verstärken oder auch Raynor allgemeine Buffs zu geben. Die Hyperion wird nicht mehr verstärkt, wie es zuvor war, sondern reduzieren wir ihren Cooldown, wenn wir mit Hilfe unserer Eigenschaft Feinde treffen. Ergänzend hierzu kriegen wir auch noch einen unaufhaltbar Buff, wenn wir unsere W-Fähigkeit benutzen für 2 Sekunden. Ein netter Escape, keine Frage. Bei der zweiten Auswahl hier gilt es, dass wir die Duskwings verstärken. Wir erhöhen ihre Reichweite, in der sie operieren können, und wenn sie zerstört werden, bekommt Raynor eine kostenlose W- als auch E-Auslösung. Durchaus ein sehr interessantes Hilfsmittel in den Teamfights. Wollen wir unserer Eigenschaft noch wirklich den allerletzten Rest geben, können wir ihr bei der dritten Auswahl auch nochmal eine Rüstungsreduzierung reinsetzen, sodass feindliche Helden nochmal einiges mehr aufs Maul kriegen. Und das allerletzte Talent, Executioner, ermöglicht dem Raynor eine höhere Angriffsgeschwindigkeit, Flat, und wenn der gegnerische Held unter 50% an Lebenspunkten hat, fügt er ihn auch noch weitaus mehr Schaden zu. Ihr merkt schon, Raynors Talentauswahl ist weitaus diverser, als es zuvor war. Ihr könnt wesentlich unterschiedliche Wege nehmen, und das zeige ich euch hier, indem ich mal ein Bild euch vorstelle,
Baustelle, den ihr verwenden könnt. Der ist ziemlich simpel und kann euch quasi auch beim Anfang gut helfen. Grundlegend lässt sich sagen, das Rework ist gut gelungen. Viele Talente sind modernisiert worden und Raynor macht den Anschein eines sehr variablen Charakters, der für Anfänger sehr leicht zu lernen ist und für diejenigen, die mit ihm gut umgehen können, ihn auch dementsprechend belohnen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, denn Jimmy würde das auch tun. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr auch den Abo-Knopf drücken oder die Social Medias unten auschecken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüssi.